Im Ortsteil Weinzierl der Gemeinde Wieselburg-Land steht dieses wunderbare Schloss Weinzierl. Entstanden im 16. Jahrhundert ist es ein Ort für klassische Musik, damals wie heute. Beim traditionellen Neujahrskonzert eröffnet heute Musiker Spontana das neue Jahr 2024. Dirigent Bernhard Thein bringt Schwung in den Festsaal des Schlosses. Das Orchester Musica Spontana besteht aus Lehrerinnen und Lehrern der umliegenden Musikschulen, welche mit ihren herausragenden Schülerinnen und Schülern und hervorragenden Laien dem Orchester die Seele verleihen. Klassik gehört schon rund 300 Jahre zum Schloss. Prominenter Bediensteter der ursprünglichen Schlossherren war der damals noch unbekannte Komponist Joseph Haydn, der um 1755 oder auch 1759 hier tätig war. Klassische Musik, das Schloss Weinzierl, Joseph Haydn war da und heute dieses Neujahrskonzert. Wie passt das alles zusammen und spürt man diesen Geist der Klassik da drinnen? Ich denke, dass man den Geist spürt, ja. Wir haben uns darauf spezialisiert, wenn wir sagen, die Klassik passt da herein in dieses Ambiente. Wir sehen den Publikumszuspruch, es ist heute ausverkauft. Wir hätten viel mehr Karten verkaufen können und uns gefreut sind wir, wenn die Leute kommen und wir haben damit, glaube ich, ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Ja, also ich darf sagen, gerade speziell bei den Heidentagen, wo wir haben im Mai, da spürt man den wirklich auch den Geist. Natürlich gehören zu dem heutigen Neujahrskonzert auch Werke von ehemaligen österreichischen Musikgrößen. Wie man sich als Musiker fühlt, wenn man solche Stücke in diesem Schloss performen darf? Nein, es ist ein wunderbares Ambiente und in der Tat, also Joseph Haydn wirkt da immer noch nach mit seinem guten Geist, der beflügelt uns da und es ist für uns eine große Ehre, die großen Meister, vor allem der Operetten, der silbernen, goldenen Ära der Operettenzeit da auf die Bühne zu bringen und vor allem Johann Strauss spricht für sich für ein Neujahrskonzerteprogramm. Ja, es ist ein Wahnsinn, also es beflügelt einen auch. Also ich habe vorher erst die Tafel dort hinten gesehen und da habe ich gesagt, Joseph Haydn war hier und da habe ich meine, der Druck steigt auch ein bisschen, also das ist nicht so ganz ohne, aber denke mir schon auch, also er war da und er wird mir auch schon beistehen. Ja, Neujahrskonzert da im Schloss Weinzierl ist immer ein Highlight des Jahres und das gleich am Beginn mit Musica Spontana, tolle Musik, wie Sie es gehört, Walzer, Polka, Opern, Arien, also ein tolles Ereignis und eine schöne Einleitung des kulturellen Jahres da im Schloss Weinzierl. Naja, Musica Spontana und die Sängerin, die liefern ein ganz, ganz tolles und hochqualitatives Konzert ab und ich freue mich schon auf die zweite Hälfte. Naja, das Konzert, wie sind die ersten Empfindungen? Naja, wie immer, weißt du, kurz nachdem der Jahresbeginn ist und man geht ins Schloss Weinzierl, ist man schon voller Erwartung und es ist fast immer so, wir wissen nicht genau, wie es ist, aber ich glaube, die Musica Spontana übertrifft sie jedes Mal. Das Schloss Weinzierl erklingt jedes Jahr schwungvoll im neuen Jahr. So hat auch heuer das ausverkaufte Neujahrskonzert die Gäste von nah und fern begeistert.